Hey Vintage Lovers, schön euch bei meinem neuen Video begrüßen zu dürfen. Heute geht es um Chanel-Schmuck und darum, wie man ein Original von einem Fake unterscheiden kann. Ich hatte in meinem Store mal eine große Kollektion an Vintage-Modeschmuck von Chanel. Mittlerweile ist es für mich aber auch immer schwieriger geworden, neue Stücke einzukaufen, die nicht irgendwie fake sind oder wo ich mir sicher sein kann, dass ich meinen Kunden hundertprozentige Originalität garantieren kann. Ja, jetzt habe ich recherchiert und ich habe natürlich jetzt auch schon länger Erfahrung damit. In diesem Video möchte ich euch wirklich jetzt mal die Top-Merkmale vorstellen, woran ihr erkennen könnt, ob es sich um ein Original oder um ein Fake handelt. Ich wünsche euch viel Spaß! Hallöchen! Eins möchte ich direkt klarstellen zu Beginn. Alles, was ich euch hier heute erzähle, basiert auf jahrelanger Erfahrung. Ich mache das nämlich schon ein bisschen länger. Ich habe tatsächlich vor 5 Jahren mein Startup gegründet und nur mit Vintage-Modeschmuck gehandelt. Also mich wirklich darauf spezialisiert, auf Designer-Modeschmuck, angefangen mit Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent, aber eben auch Chanel. Das gehört natürlich dazu. Und ja, da bin ich natürlich auch das ein oder andere Mal schon über Fakes gestolpert. Hab auch die Erfahrung gemacht, am Anfang auch mal einen Fake einzukaufen. Ja, das passiert. Ganz ehrlich, falls es einem von euch da draußen auch schon mal passiert ist. Ich glaube, das gehört dazu und man muss ja auch erstmal lernen. Und ich glaube, man muss vielleicht auch mal so einen Fake in der Hand gehabt haben, um dann das Original wirklich schätzen zu lernen. Und so ist das bei mir. Ich hatte einfach das Glück, über die 5 Jahre jetzt so viel Vintage Chanel Schmuck schon in der Hand gehabt zu haben, dass ich wirklich sagen kann, ja, ich bin Experte und ich kann euch hier eine Vielzahl von Merkmalen nennen, woran ihr jetzt wirklich ein Fake von einem Original unterscheiden könnt. Ja, jetzt habe ich aber auch genug gelabert. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch mal die Details an. Ich würde mal jetzt mit den ganz offensichtlichen Sachen anfangen. Also ganz offensichtlich ist ja schon mal, wenn man irgendwo auf der Suche ist, ob es jetzt bei eBay oder irgendeiner anderen Plattform ist, dass man erstmal schaut, was für Motive gibt es denn oder was suche ich. Ne? Ich sag mal bei Ohrringen oder Broschen oder Ketten, es gibt natürlich verschiedene Motive. Manche sind ganz Chanel-typisch und es gibt auch ein paar eher untypische. Ich glaube, das Typischste, was hier jeder kennt, ist das klassische CC-Logo. Das steht für Coco Chanel. Und das ist, glaube ich, das meistgefälschteste Motiv, was es irgendwo gibt da draußen. Woran liegt das? Ja, das liegt zum einen daran, dass jeder das Logo kennt. Was jeder kennt, ist natürlich kommerziell super ausschlachtbar. Insofern, wenn ich jetzt Fälscher wäre, würde ich natürlich auch das CC fälschen, weil daran kann jeder auf 10 Kilometer Entfernung sehen, oh, eine Chanel-Brosche, und das ist natürlich besonders erstrebenswert. Deswegen, es gibt aber von Chanel auch noch eine Vielzahl anderer ganz typischer Motive, die nicht so häufig gefälscht werden, weil sie einfach ja vielleicht nicht so beliebt, nicht so bekannt durch den Laien sind. Das ist zum Beispiel das Kleeblattmotiv. Das Kleeblattmotiv war bei Coco Chanel sehr beliebt, wurde in verschiedenen Schmuckstücken verarbeitet. Hier haben wir jetzt eine Brosche, aber ich hatte im Laufe der Jahre auch schon mal Ohrringe, die ein Kleeblattmotiv hatten, einen Kettenanhänger, zum Beispiel hiervon gibt es auch eine Kette. Schaut ruhig mal nach Kleeblättern im Internet, da werdet ihr auf jeden Fall welche finden. So, dann ist ein typisches Motiv, das Steppmotiv, was jeder von der Chanel-Handtasche kennt. Diese Steppung wurde auch in Form bei Ketten verarbeitet, aber auch auf Broschen. Es gibt eine ganz berühmte Brosche, das ist ja eine kleine Handtasche mit Steppmotiv. Ist auch total klasse, habe ich aber auch schon verkauft, hatte ich auch mal bei mir im Store. Also das sind so Sachen, die sind sehr, sehr detailreich und sind natürlich auch etwas schwieriger zu fälschen. Deswegen, Kreuze sind zum Beispiel auch total beliebt. So etwas sakrale Motive, hier haben wir ein großes Kreuz, stammt auch aus einer bestimmten Kollektion, wo viele, ich glaube, diese Kollektion hieß
Byzantine Collection, also byzantinisch sozusagen. Und das war, ist natürlich die Anspielung auf diese kirchlichen Motive. Ja, so gibt es aber eben auch eine Vielzahl von Motiven, die man nicht auf den allerersten Blick vielleicht als Chanel identifizieren würde. Und das ist natürlich irgendwo ein Indikator dafür, dass das vielleicht ein Original sein könnte, weil kein Fälscher sucht sich jetzt ein ganz, ganz seltenes Motiv, was nicht so kommerziell ist. So, deswegen, das ist auf jeden Fall schon mal interessanter. Deswegen haltet da wirklich mal Ausschau. Als nächstes würde ich euch empfehlen, nach dem Preis zu fragen oder eben nach dem Preis Ausschau zu halten. Das ist ein ziemlich sicherer Indikator schon mal dafür, ob es ein Fake sein könnte. Weil ganz ehrlich, ich sag's jetzt ganz hart, Chanel-Schmuck unter 100 Euro, no way. Ist einfach so. Gibt es nicht. Ich glaube, ich hatte ein einziges Mal in meinem Leben Glück, für 99 Euro, nein, ich glaube, es war 90, für 90 Euro mal Chanel-Ohrringe zu bekommen in einer Auktion. Da hatte ich einfach Sauglück an dem Tag. Das war eine ungünstige Uhrzeit. Da habe ich es mal geschafft, unter 100 Euro was von Chanel einzukaufen. Aber sonst ist das wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Und wenn ihr dann irgendwo bei eBay oder so Auktionen seht, wo dann so eine Brosche 20 Euro kosten soll, das ist schon der allererste Indikator dafür, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Weil ganz ehrlich, jeder da draußen, jeder Erbe, das ist ja auch immer so ein Lieblingsspruch, ich hab die Brosche geerbt und kann damit nichts anfangen. Und ne, schreiben ja immer alle, das berühmte Erbstück und der berühmte Mensch, der sich damit angeblich nicht auskennt und deswegen ist es so günstig, das ist totaler Quatsch. Also heutzutage, erstmal sind die Luxusmarken ja so dermaßen gehypt, die steigern auch jeden Tag, jedes Jahr ihre Preise. Chanel jedes Jahr um weiß ich nicht wie viel Prozent werden die Handtaschen teurer, wird der Schmuck teurer, wird alles teurer. Und selbst damit sind auch Leute vertraut, die sich vielleicht nicht so sehr für Mode interessieren oder für Schmuck. So, und dazu muss man sagen, ne, das Internet ist ja wirklich auch voll von Informationen. Jeder, der bei eBay ein Produkt hochlädt, kriegt ja von eBay schon vorgeschlagen, was so ein Preisindikator sein könnte. Ne, das ist ja bei eBay, da steckt ja schon so ein schöner Algorithmus hinter, der einem ja schon genau sagt, was man denn ungefähr nehmen kann für das Produkt. So, und da schlägt keiner bei Chanel 24 Euro vor. Also, da ist irgendwo was faul. Das ist ein wichtiger Indikator. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was denn realistisch ist, also man muss, wenn man jetzt neu bei Chanel im Geschäft Schmuck kauft, man muss sagen, das ist alles Modeschmuck, ne? Aber wir sind ja trotzdem sehr, sehr hochpreisig unterwegs. Da fängt es an, ich sag mal, oh, das günstigste Stück wird vielleicht 300 kosten und das geht rauf bis auf jeden Fall 2000 Euro. So, in diesem Spielraum bewegt es sich. Ich glaube schon die allerkleinsten CC-Ohrstecker, hat man vielleicht Glück bei 350 Euro schon, aber dann wird das auch auf jeden Fall schon wieder teurer. Broschen liegen so ungefähr bei 500 Euro und Ketten fangen bei 900 erst an. Also hier für so eine große Kette würde man heutzutage auf jeden Fall ja ab 1500 aufwärts ausgeben müssen. Deswegen, also wenn ihr da so eine Kette im Internet dann vielleicht Vintage gebraucht für 500 seht, ist es günstig. Informiert euch da aber auf jeden Fall auch mal selber. Geht ruhig mal in den Chanel-Store, fasst da ruhig mal die Sachen an. Das würde ich sowieso mal empfehlen, mal so eine echte Brosche in der Hand zu halten. Dann kann man auch viel, viel besser abschätzen, ob das Stück auf dem Flohmarkt oder auf dem Antikmarkt auch echt sein könnte. Als nächstes, ganz offensichtliches Merkmal, würde ich die Artikelbeschreibung mal durchgehen. Ich habe da so ein ganz, ganz tolles Beispiel aus dem Internet. Ich habe vorhin mal recherchiert bei eBay und ich habe jetzt hier eine Brosche gefunden, die kostet 6,49 Euro, also ist eine Auktion, ja klar, also es gibt auch Auktionen, die fangen bei 1 Euro an und gehen dann bis 500 rauf, ja klar, aber jetzt sind wir hier bei 6,49 Euro und was steht da in der Artikelbeschreibung? Chanel VIP Gift Brosche mit Box.
So, VIP-Gift, das ist so eine ganz, ganz beliebte Umschreibung von Fälschern, um zu rechtfertigen und euch vorzugaukeln, warum jetzt dieses Stück so günstig ist und keinerlei Signaturen aufweist. Also zu den Signaturen kommen wir später auf jeden Fall noch. Bis dahin will ich euch erstmal sagen, dieses VIP-Gift, also ob Chanel überhaupt Geschenke macht und dann in Form von hochwertigen Modeschmuckbroschen. Ich bezweifle es, aber da will ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber jetzt haben wir hier, hatte ich echt Glück, diese Brosche ist genau diese Brosche. Nur dass diese Brosche echt ist. Und jetzt habe ich so ein Glück gehabt, dass ich euch jetzt diesen totalen Vergleich jetzt hier mal darstellen kann. Das ist wirklich wahnsinnig, wie dreist das ist. Also von außen sieht diese Brosche wirklich von vorne identisch aus. Also ich habe sie jetzt ja nicht live, das Fake jetzt in der Hand, aber auf dem Foto sieht die wirklich identisch aus. Da ich dachte, oh, mein lieber Jolly, 6,49 € für die Brosche, die kostet im Geschäft um die 500. Das ist ein Schnapper. So. Dann sehe ich hier im Hintergrund aber schon leicht auch die Box hervorkommen und die sieht mir auch schon, also das Chanel-Logo sieht da so nicht aus. Also das ist schon mal der erste Indikator, dass diese Box nicht original ist. Aber okay, es gibt ja vielleicht auch Leute, die sich die Boxen dann nachträglich kaufen, ne? Man kann ja mittlerweile schon sündhaftes Geld nur für irgendwelche Luxusboxen bei eBay ausgeben. Vielleicht hat derjenige sich gedacht, oh, ich habe keine Box, dann verkauft es sich nicht so gut, ich bestelle mir eine Box und hat dann den Fehler gemacht, eine falsche Box zu bestellen. Ich weiß es nicht. Also das lasse ich mal vorweg. Es geht ja jetzt hier wirklich um das Schmuckstück an sich. Und da ist wirklich diese Beschreibung wie IP-Gift und der Preis zusammen ein so sicherer Indikator für ein Fake. Also ich sag euch, ich gebe euch wirklich schon den Tipp, sobald da irgendwas mit VIP-Gift oder VIP-Brosche oder VIP-Ohrringe steht, könnt ihr das schon mal direkt wegklicken. Das ist wirklich Quatsch. Also das ist wirklich der neueste Trend von Fälschern, hier Leute anzulocken und denen vorzugaukeln. Sie hätten jetzt hier ein Schnäppchen, in dem es halt eine Brosche ist, die nur ein Geschenk von Chanel war für ihre besten Kunden. Und die 1000 besten Kunden, die haben dann dieses Geschenk bekommen. Da oben. Ich falle darauf nicht ein und ich hoffe, ihr auch nicht. So, wenn ich jetzt aber mir die nächsten Fotos dann von der Brosche auch angucke, dann wird es eigentlich richtig interessant, weil dann kommen wir jetzt hier auch mal zu den wirklichen Details. Und da würde ich jetzt mal direkt anfangen mit dem Material. Chanel hat alle Stücke, die meisten sind aus Rhodium, was ein sehr verträgliches Metall ist. Nickel wird hier gar nicht verwendet, also es ist schon auch ein wirklich ein schwereres Metall dahinter. Die Stücke wiegen auch, also es ist nicht vergleichbar mit dem heutigen Modeschmuck, den man von irgendwelchen billigen Fashion-Firmen kennt. Und dieses Rhodium wurde dreifach 18 Karat vergoldet. Dadurch erhalten diese Stücke auch dieses satte Gold. Also es ist nicht irgendein Gold, es ist wirklich ein Gold, was aussieht wie Echtschmuck. Wenn man jetzt daneben ein hochwertiges Echtgold-Schmuckstück legen würde, würde man von der Farbe her keinen Unterschied erkennen. Und ich finde, das ist schon mal so ein ganz wichtiger Indikator. Klar, es hat jetzt nicht vielleicht jeder von euch immer ein Goldschmuckstück dabei, aber daran kann man das ganz gut vergleichen, weil die heutigen Vergoldungen, die sind nicht nur einfach meistens gemacht, haben deswegen nicht so einen satten Goldton, sondern haben dann meistens auch komische Goldtöne. Dann ist das irgendwie so ein Rotgold. Bei Chanel gibt es kein Rotgold. Also ja, jetzt bei den ganz, ganz neuen Schmuckstücken will ich, da würde ich meine Hand auch nicht für ins Feuer legen. Vielleicht wurden nach 2010 mal roségoldene Schmuckstücke bei Chanel gemacht. Kann sein. Aber früher in den 80er und 90er Jahren, Chanel war der Inbegriff für den damenhaften goldenen Schmuck. Nicht Rotgold, nicht Silbergold, auch wenig Silber. Also bei dem Vintage-Schmuck habe ich bisher auch ganz, ganz selten mal ein silbernes Stück gehabt. Das Einzige, was ich mal hatte, ist halt hier diese Brosche. Die hat eine ganz komische Farbe, die ist nicht Gold, die ist nicht Silber, die ist so ein Mittelding. Aber die ist auch von 2018. Also die ist ziemlich neu und da wurden natürlich jetzt auch mit Farben experimentiert. Aber die Vintage-Sachen, die sind wirklich immer so richtig schön warm gelb-gold.
Des Weiteren ist zum Material zu sagen, dass wenn ihr den ersten Test gemacht habt, sozusagen vom Gewicht her und mal gefühlt habt, wie die Beschaffenheit ist, kann man natürlich nicht bei Fotos im Internet machen. Es geht jetzt nur vor Ort, wenn ihr irgendwo auf einem Flohmarkt seid oder so. Aber als nächstes müsst ihr euch auf jeden Fall auch die, ja, ich sag mal, die Perlen zum Beispiel angucken oder die Strasssteine, wenn da eben noch andere Steine verarbeitet sind und es nicht ein rein goldenes Stück ist. Die Perlen von Chanel, die sind wirklich sehr, sehr gut gemacht. Da könnt ihr drauf achten. Bei billigen Modeschmuck-Fakes ist die Perle fast weißlich. Das ist dann so eine ganz, ganz, ganz helle Perle, die wirklich auch sehr unecht aussieht. Während bei den wirklich originalen Schmuckstücken die Perle auch ja, gelblich schimmert, sodass sie eben zu dem Gold auch perfekt passt. Sie sieht aus wie echt. Das ist der Anspruch eben von diesem hochwertigen Modeschmuck, dass wenn ihn eine Person trägt, dass man theoretisch nicht auseinanderhalten könnte, ist das jetzt ein echt goldenes Schmuckstück oder ist das ja ein nur Modeschmuck. Dann gibt es bei Chanel, dafür ist das Modehaus auch bekannt, eine ja, gewisse Art von Glassteinen, die verwendet wurden, die heißen Gripois. Und das ist, Gripois ist eine französische Firma, die für Chanel unter anderem, aber auch unter eigenem Namen, Schmuck mit Glassteinen hergestellt hat. Und da haben wir jetzt zum Beispiel hier dieses Kreuz. Hier befinden sich 5 Gripois-Steine. Und wenn man jetzt hier mal so drüber fasst oder auch schaut, das ist wirklich ein ganz, ganz satter Farbton. Also es gibt auch die Schmuckstücke hier, in dem Fall ist das jetzt hinten zu. Dementsprechend sind die Farben sehr, sehr dunkel, aber es gibt auch Schmuckstücke, da ist das hinten offen. Und dann sieht man wirklich, wie knallig die Farben sind, wie uneben auch die Steine sind. Das ist ja auch Handarbeit, dieses Glas. Und da sieht auch jede Perle, sage ich jetzt mal, oder jeder Cabochon ist auch anders. Und das sieht man, dass der eben nicht perfekt ist. Wenn da perfekt runde Steine sind, die aussehen, als wären sie wirklich industriell gefertigt worden, dann ist es nicht Gripois. Am allerwichtigsten ist aber die Signatur. Das hatte ich eben schon angesprochen, als ich mich so empört habe über diesen Fake bei eBay. Ich werde euch jetzt zeigen, wie diese Signaturen aussehen müssen. Hat das Schmuckstück gar keine Signatur, ist es schon mal direkt als Fake zu identifizieren, aber auch die Signaturen werden gefälscht, deswegen muss man sich die auch näher angucken. So, fangen wir dann mal an. Also jetzt allgemein zu der Signatur. Chanel hatte immer runde Plaketten oder ovale Plaketten noch bis heute. In den 80er Jahren waren es runde Plaketten. Hier haben wir so ein schönes Beispiel, das sind Perlenohrringe aus den 80er Jahren. Und da war eben eine Metallplakette in Gold auf der Rückseite angebracht. Und diese Plakette ist wirklich sehr, sehr gut lesbar. Man sieht, dass sie eine leichte Patina hat, das ist auch ganz wichtig. Das muss einfach zum Rest des Schmuckstücks passen. Ne? Wenn dann die Plakette aussieht, als wäre sie jetzt neu irgendwie daran geklebt worden, dann passt es ja einfach nicht. Also da muss man sich mal einfach ein bisschen irgendwie Gedanken machen, mal ein bisschen logisch überlegen, ist das realistisch so oder nicht. Und hier in dem Fall ist jetzt die Plakette auch schon dunkel angelaufen. Und wir können aber trotzdem ganz genau lesen, eben das ist das Chanel-Logo in der Mitte, dann haben wir ein Copyright-Symbol und so ein Trademark, noch so ein Copyright-Symbol, sage ich jetzt mal, also dieses C im Kreis und das R im Kreis und unten steht Made in France. Dann, das war jetzt in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, kamen dann ovale Plaketten dazu, die dann etwas kleiner waren und nicht mehr ganz so plakativ wie diese großen, runden, münzartigen Plaketten. Und die enthalten auch noch mehr Informationen. Also während wir vorher bei der runden Plakette nur grob sagen können, ja, es ist so 80er Jahre, vielleicht noch 1990, 91 vielleicht noch, können wir bei den ab 91 aufwärts, beziehungsweise ab jünger als 91, ganz genau sagen, welches Jahr das war, weil Chanel schönerweise bis heute wie genau die Jahreszahl eingraviert. Jetzt haben wir hier ein schönes Beispiel, das ist jetzt eine Brosche von 1994. Hier haben wir auch wieder das Chanel mit dem C im Kreis und das kleine R im Kreis.
Dann haben wir neben dem Logo die 94, das steht dann wirklich für das Produktionsjahr 1994. Und A, also der Buchstabe, der rechts daneben steht, der steht jeweils für die Kollektion. Hier das A, das ist französisch und steht für Automne, also Herbst. Und das sagt uns jetzt, dass diese Brosche aus der Herbst-Winter-Kollektion 1994 stammt. Und Made in France natürlich wieder. Diese Plakette ist jetzt hier an die Perle angebracht, aufgeklebt worden, aber auch wirklich super stabil. Und ihr seht, hier steht auch kein Kleber über. Also es ist wirklich super professionell gemacht und nicht irgendwie stümperhaft nachträglich da angeklebt. Also da auch mal ein Auge drauf werfen. So, dann haben wir noch eine spezielle Form dieser Plakette. Ach ne, guck mal, hier können wir auch sehen, hier ist die Plakette auch auf die Perle aufgebracht und auch leicht gebogen, dass sie sich wirklich genau anschmiegt. Finde ich total genial gemacht. Hier haben wir jetzt auch noch einen speziellen Fall. Und zwar haben wir hier die 29, also zwei links und die 9 rechts neben dem CC-Logo. Und das gab es auch nur 2 Jahre lang. Das gab es, glaube ich, nur 1991, 1992. Und die 29 steht jetzt hier für die 92. Vielleicht zeige ich euch auch noch mal ein paar Ohrringe, wo man es gut erkennen kann. Hier nehmen wir mal diese Ohrringe zur Hand. Hier haben wir auch, lustigerweise auch genau 1994, Autumn-Kollektion, Herbst-Kollektion. Es gibt auch noch die Frühjahr-Sommer-Kollektion, die hat ein P für Printemps, also französisch Frühling. Und es gibt in neueren Modellen noch ein C, was für die Cruise-Collection, also die Zwischenkollektion steht. Die gibt es aber erst seit den Nullerjahren. Die gab es in den 90ern noch nicht, da hatte man lediglich die Herbst-Winter- und die Frühjahr-Sommer-Kollektion. Was bei der Signatur ganz wichtig zu beachten gilt, ist, dass es wirklich eine Plakette ist, die von außen aufgesetzt wurde, die super gut lesbar ist. Ich sag euch, Plaketten, die nicht lesbar sind, das ist schon wieder ein Indikator für ein Fake. Weil es gibt halt mittlerweile, werden die dann wie aufgestempelt in das Metall, weil das ist ja eine Serien, also die Fakes sind ja wirklich eine Serienproduktion, das ist ja wirklich industrielle Massenware, die irgendwo hergestellt wird. Dementsprechend machen die halt vorher in die Form die Signatur und dann ist das da reingeprägt. Ja, das führt aber dazu, dass man das häufig nicht gut lesen kann, dass die ganz stümperhaft und komisch aussieht und einfach ganz anders als so eine super gut professionell lesbare Plakette. Also schaut euch auch die Signatur an. Nicht jede Signatur ist automatisch original. Das Einzige, was ich dazu sagen muss, ist, dass bei den ganz neuen Schmuckstücken, also bei den Schmuckstücken nach dem Millennium, sage ich jetzt mal, bei den neueren, da gibt es keine Plakette mehr. Da wurde dann tatsächlich die Plakette in Anführungszeichen in derselben Form, aber eingraviert oder eingeprägt. Und da werdet ihr aber auch dann wieder den Unterschied sehen, weil diese muss wirklich super gut lesbar sein. Die sind zwar meistens jetzt mittlerweile so klein, dass man wirklich eine Lupe braucht, aber wenn man sich dann die Mühe nimmt und die Lupe dann mal hier dran setzt, dann sieht man halt auch, dass es wirklich genial lesbar ist. Jetzt habe ich hier, bei dieser Brosche sieht man es jetzt genau, da habe ich jetzt die ist von 2018 und es ist eine Cruise Collection und zwar von der Winterkollektion, also von der Herbst, quasi Cruise Collection von der Herbstkollektion. Also es gibt auch zwei Cruise Collections, das sind ja die Zwischenkollektionen, quasi zwischen der Frühjahr-Sommer und zwischen der Herbst-Winter. Und hier haben wir eine Zwischenkollektion, die zwischen der Herbstkollektion und ich vermute mal zwischen der Herbstkollektion und der Sommerkollektion sozusagen war. Jetzt haben wir eine Menge Merkmale schon besprochen. Jetzt zeige ich euch nochmal diesen ultimativen Vergleich, den ich eben angesprochen hatte. Dazu mache ich jetzt diese Brosche mal ab und würde sie jetzt einfach mal neben das Foto legen, beziehungsweise ich blende euch das Foto ein und zeige euch den Unterschied. Ja, auf den ersten Blick fällt mir jetzt schon mal ganz offensichtlich auf, dass die Nadel ganz unterschiedlich ist.
Die Nadel hat hier einen Sicherheitsverschluss, der zum Drehen ist, der wirklich absichert, dass die Brosche nicht verloren gehen kann. Dann finde ich allgemein das Bild der Brosche von hinten halt ganz anders. Also es ist hier wirklich super hochwertig verarbeitet. Die Brosche ist auch schwer. Gut, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich jetzt die Vergleichsbrosche nicht in der Hand habe, aber ich vermute mal, dass die auch viel, viel weniger wiegen wird. Und wenn man genau hinschaut, dann hat man hier jetzt wieder eine kleine Signatur. Das ist ein neueres Modell, deswegen auch jetzt gefälscht wie bekloppt vermutlich. Jetzt sehen wir hier einmal, das ist die Herbstkollektion 2018 auch, also gerade mal 2 Jahre alt und Made in Italy. Made in Italy war auch nur bei den neueren Modellen so, früher grundsätzlich Made in France, jetzt auch seit nach 2010 auch Made in Italy. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Menge Merkmale besprochen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und für euch was mitnehmen und seid jetzt auch Profis auf dem Gebiet. Mir hat das sehr, sehr geholfen. Ich habe mir das auch alles mal aufgeschrieben und dann immer wieder, ja, durch Erfahrungen dann halt auch ergänzt, die Merkmale, die mir aufgefallen sind. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, ne? Also das ist jetzt ein Video, spiegelt hier alles meine persönliche Meinung und meine persönliche Erfahrung. Ich mache das hier im besten Wissen und Gewissen, aber es ist natürlich so, es kann immer mal Ausnahmen geben. Vielleicht auch Produktionsfehler bei Chanel, die aussehen dann wie Fake oder vielleicht auch andersherum. Ne? Ich meine, je nach Alter gibt es da natürlich auch große Unterschiede, auch was das Material angeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Vintage-Experte. Was jetzt bei den ganz, ganz neuen Modellen ist, da bin ich auch gar nicht mehr so up-to-date. Ich versuche zwar regelmäßig auch mal in den Chanel-Laden zu gehen und zu schauen, was ist denn jetzt in der neuen Kollektion. Oder weil ich merke auch, dass viele Vintage-Motive wieder aufgegriffen werden. Ich meine, den Designern fällt ja auch häufig nichts Neues mehr ein. Ich finde das schön. Aber ich bin da ehrlich gesagt bei den ganz neuen Sachen, da will ich auch mich hier jetzt auch nicht so als Expertin darstellen. Bei Vintage-Sachen, ja, 80er, 90er, das ist hier meine Zeit. Ihr könnt euch sicher sein, dass mein Schmuck hier nicht gefälscht ist, dass das alles originale Stücke sind. Aber wie das bei den neueren, gerade auch bei den CC-Broschen ist, da lasse ich normalerweise auch die Finger von. Da müsst ihr euch aber selber eine Meinung bilden. Vielleicht, wenn ihr da investieren wollt und wirklich bereit seid, da auch den Preis zu zahlen, den Chanel eben wert ist. Ich sage euch, das ist eine Geldanlage fürs Leben. Die Preise werden nicht schwinden, davon bin ich überzeugt. Wenn ihr da investieren wollt, dann macht es doch richtig, wenn ihr euch unsicher seid. Also wenn ihr anhand der Merkmale, die wir heute besprochen haben, immer noch nicht zu 100% sicher seid, dass das ein Original ist, dann lasst doch die Finger davon und geht zu einem Händler oder in einen Chanel-Laden und investiert in ein Stück, wo ihr euch 100%ig sicher sein könnt, dass es echt ist. Das ist meine Meinung, das ist mein Rat an euch. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Das heute ist ein längeres Video geworden und ich würde mich über Feedback unglaublich freuen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ihr auch noch Fragen habt oder noch irgendwas Spezielles wissen wollt. Schreibt mir und gebt mir einen Thumbs up. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.